Ich freue mich sehr, wieder mal hier in Österreich in meiner Heimat zu sein. Danke recht herzlich für die Einladung. Man hat mir gesagt, einen Vortrag sollte man immer beginnen mit irgendetwas Originellem. Ein Witz oder was Tagespolitisches oder was Persönliches. Das Problem ist, meine Witze versteht man meistens nicht. Und tagespolitisch ist es auch nicht viel lustiger im Augenblick. Deswegen lassen Sie mich mit einem Geständnis beginnen. Ich bin ein großer Fan von Arnold Schwarzenegger. Passt natürlich sehr gut hier in dieser Region. Aber ich habe, wie ich noch in Österreich gelebt habe, sehr schmunzeln müssen, immer dann, wenn er deutschsprachige Interviews gegeben hat und das die ganze Zeit irgendwie mit dem Englischen vermengt hat. Nach 12 Jahren im Ausland kann ich ihn sehr gut verstehen. Das heißt, wenn ich heute jetzt in meinem Vortrag wechsle mit Englisch oder vielleicht auch den einen oder anderen holländischen Ausdruck hineinhaut, dann vergeben Sie mir das, dazu auch noch typisch gepaart mit dem breiten Akzent des Linzer Stahlstadtkindes. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, das so verständlich wie möglich über die Bühne zu bringen. Ich stehe heute vor euch, weil ja, so jemand wie ein Arnold Schwarzenegger durchaus ein Visionär war in seiner Zeit als Governor in Kalifornien. Ich aber davon überzeugt bin, dass Themen wie Umweltschutz oder soziale Verantwortung nicht mehr nur Themen sind von Visionären und nicht mehr nur Themen sind von grünen Socken, sondern dass das durchaus auch seinen Platz hat in großen Unternehmen. Und wie wir das bei unseren Unternehmen umsetzen, das möchte ich euch jetzt in den nächsten Minuten erzählen. Heineken, ist dieses Unternehmen soweit ein bisschen bekannt? Ihr wisst, was wir machen? Gut. Wir sind die größte Braugruppe in Europa. Wir sind die Nummer 2 weltweit. Wir sind auch in Österreich der Marktführer. Mit Marken wie Zipfer, Gösser, Buntigammer, Kaiser, Edelweiß. Wir haben in mehr als 70 Ländern über 160 Brauereien. Wir haben insgesamt mehr als 250 Marken, Bier und Cider. Und Nachhaltigkeit ist eine der 6 sogenannten Strategic Priorities. Wie der Hermes schon in seiner Einleitung gesagt hat, ist unsere Strategie, trägt den Namen Brewing a Better World. Und wir richten uns auf 6 Themen. Weniger Energie und erneuerbare Energie, weniger Wasser, nachhaltige Rohstoffe, der verantwortungsvolle Umgang mit dem Thema Alkohol, Communities, also unser Umgang mit den Gemeinschaften, in denen wir arbeiten und unser Bier verkaufen und schlussendlich das Thema Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Das große Thema, das wir uns stellen, ist, das ist ja alles schön, aber wie können wir das effektiv mit unseren Marken verbinden und somit auch den Konsumenten erreichen? Ich möchte euch das jetzt anhand von 3 Beispielen erzählen. Und das erste Beispiel, da geht es um erneuerbare Energie. Wir sind im Brausektor führend. Unsere Zielsetzung ist, dass wir bis im Jahr 2020 unseren CO2-Ausstoß um 60% verringern. Wir sind da ganz gut unterwegs, indem wir unseren Energieverbrauch zurückbringen und reduzieren, gleichzeitig aber immer mehr Sonnenpaneele auf die Dächer unserer Brauereien legen. Im weltweiten Ranking der Top 10 Brauereien mit den meisten Solarzellen auf Brauereidächern haben wir die ersten 7. Mit der Brauerei in Göss, hier in der Nähe, sind wir einen Schritt weiter gegangen. Das ist die erste Brauerei weltweit, die CO2-frei operiert. I'm Andreas Werner and I'm the brewmaster of Göss Brewery. People have been brewing here in Göss over 1000 years, first in the monastery and now since over 150 years in the brewery of modern Göss. As a brewmaster, I'm responsible for the beer quality, but also for the economic figures and the evolution of the brewery.
the beginning we had the target to improve energy efficiency, and we found out there are several opportunities to become greener. The second big industry in Goes is the sawmill, and this is our partner in delivering thermal energy. They are burning their barks and sawdust, and they are producing green electricity and heat. They were producing too much thermal energy, and we found out we can need it for different processes as brewing, as cleaning, as pasteurizing. We are using the heat and they are producing the heat. The vision was not born overnight, that we can be free of fossil fuels in the brewing process. My name is Christoph Brunner. I'm working in the field of energy efficiency and renewable energy for industry. From the beginning, we had the feeling that we have a common understanding what we want to reach. Andreas has this great vision to have a fossil fuel-free production line. We installed 1,500 square meters of solar thermal collectors. And the future plan is to install a biogas plant in order to convert the spent grain into the biogas. My name is Hermann Stockinger. I'm from BDI Bioenergy International. Our business is to build plants for the industry to convert waste byproducts into energy. The process here will exclusively process byproducts from the brewery, which is mainly the spent grain. And the outcome of the process will be biogas, which is used for steam production and also for electricity production. The second product is the digestate, which will be used as fertilizer here in the area of Leoben. Sustainability is an attitude. Every single individual is responsible to change something. This has to do with responsibility towards the world. To keep history alive, I have to adopt new means and to invent new technologies. We are dreaming of a green future, and I'm very optimistic that it is feasible to be free of fossil fuels in the brewing process. Der Grund, wieso ich dieses Video hier auf Englisch zeige, ist, dass wir dieses Video weltweit einsetzen bei Präsentationen und Vorträgen. Der Andreas, unser Braumeister, war ein absoluter Visionär in dem Bereich und Österreich spielt hier eine Vorreiterrolle. Wir haben vor 2 Tagen auch mit der Brauerei Göss den EU-Nachhaltigkeits-Award gewonnen als Auszeichnung für die Dinge, die wir hier getan haben. Mittlerweile sind wir damit beschäftigt, dass wir auch andere Marken mit dem Slogan Brewed by the Sun verbinden. In Italien Birra Moretti, in Singapur unsere Tiger-Marke, aber auch in den Niederlanden eine Weißbiermarke namens Wixewitte. Ein anderes Thema, Rohstoffe. Unsere Zielsetzung für Afrika ist, dass wir bis zum Jahr 2020 60% unserer Rohstoffe lokal am Kontinent einkaufen. Das bietet Vorteile für unsere Transportwege, das bietet Vorteile für den Wechselkurs, aber auch für die lokale Community. Was wir aber mittlerweile auch geschafft haben, ist, dass wir das durch Marken vertreten. Die Marke Niungera in Burundi ist die stärkste Marke, die 100% mit lokalen Rohstoffen verkauft wird und die deswegen auch ein lokaler Star geworden ist. Mittlerweile haben wir dieses Thema aber von Afrika zurückexportiert und was ihr hier seht, sind eine Marke in Ungarn, Schoproni, und eine Marke in Kroatien. Daneben gibt es aber auch Bestrebungen in Griechenland oder in Portugal, um dieses Thema entsprechend dann auch an den Konsumenten zu bringen. Das dritte Thema und eigentlich, wenn man so will, das wichtigste Thema für uns als Konzern ist verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol. Das ist, wenn man so will, die Lifeline unseres Unternehmens.
wenn wir nicht in der Lage sind, unsere Produkte auf verantwortungsvolle Weise in den Markt zu setzen, dann werden das die Regierungen, dann wird das die Weltgesundheitsorganisation für uns machen. Und daher ist es uns für uns sehr wichtig, auf der einen Seite dem Konsumenten die Wahlmöglichkeit anzubieten und auf der anderen Seite auch das Thema verantwortungsvoller Umgang entsprechend durch die Marken zu präsentieren. Mittlerweile hat unser Segment alkoholfreier und alkoholarmer Biere schon 5% des gesamten weltweiten Volumens. Wir haben 17 alkoholfreie Radlermarken, unter anderem auch in Österreich, und 10 alkoholfreie Bier in den verschiedenen Märkten. Wir sind einen Schritt weitergegangen mit der Marke Heineken. Und bei der Marke Heineken ist verantwortungsvoller Umgang dann in der Marke integriert. Und wie wir das machen, das zeigt das folgende Video. DJs have the power to influence people's behavior, and they can make you have fun or not. If you as a DJ are boring, people need other stuff to be excited. Experiment works for sure, because I think if music is good, people hit the dance floor, and the more they dance, the slower they drink. Es war nicht von Anfang an klar, dass unsere Marketingleute mit einem Slogan mit Dance More, Drink Slow wirklich die Heineken-Marke promoten wollen. Schlussendlich hat sich aber gezeigt, dass diese Kampagne sehr erfolgreich war und der Markenzuspruch um 9% bei unseren Konsumenten in die Höhe gegangen ist. Das heißt also, diese Kampagne und die Zielsetzung, Heineken auf eine verantwortungsvolle Weise zu positionieren, hat auch beim Konsumenten entsprechend Resonanz gefunden. Das waren jetzt drei Beispiele, wie wir das Thema Nachhaltigkeit bei uns im Unternehmen umsetzen und wie wir es auch immer mehr an den Konsumenten verkaufen wollen. Wir werden diesen Weg auch weitergehen und hoffen entsprechend viel Erfolg auch in der Zukunft zu haben. Dankeschön.